Hallo und herzlich willkommen zu den Postillon Video News. Der Aachener Christian Rüther spricht nur noch sehr gewählt und verwendet außerdem ausschließlich Fremd- und Fachwörter, um intellektuell und hochgebildet zu wirken. Unser Reporter Matthias Grams hat ihn begleitet. Auf den ersten Blick sieht Christian Rüther aus wie ein ganz normaler Mann. Der Eindruck ändert sich, wenn man mit ihm redet. Sie bezeichnen sich selbst als linguistischen Revolutionär. Seit wann reden Sie so, wie Sie jetzt reden? Ich inkliniere seit kurzem erst in diesem Habitus. Einst parlierte ich wie ein gemeiner Plebejer in ordinären und parataktischen Sentenzen. Vor wenigen Tagen wurde ich jedoch der Imprudenz dieser Philisterei gewahr, entsagte dem Laster der Salopperie und präferiere hinfort in sämtlicher Korrespondenz peinlichste Präzision, Akkuratesse und Skrupulosität. Mir liegen übrigens Zeugenaussagen vor, wonach Ihre Art zu reden durchaus auch kritisch gesehen wird von Freunden, Verwandten. Ich sekuriere Ihnen, mein Renommee ist seit der Introduktion jener linguistischen Modifikation formidabel. Kraft meines minutiösen und rigorosen Gebarens erfahre ich allerorts mannigfaltige Ovationen. Auch in unvorhergesehenen Situationen im Alltag weicht Christian Rüther nicht von seiner Linie ab. Entschuldigung. Hast du vielleicht ein bisschen Kleingeld über? Molestiert Sie eine monetäre Qual? Ach, der ist das. Verzeihung, mein guter Herr. Aber meine Imponderalität ist ein pekuniäres Defizit. Zum Zwecke der Korrektur Ihrer Defizilität notiere ich gern etwas Marmon. Wenn ich einmal bitte ins Private gehen dürfte. Herr Rüther, Sie sind derzeit Single. Glauben Sie, das liegt an Ihrer Art zu reden? Da kann ich Sie kalmieren. Der Eros des Genialischen provoziert in hoher Frequenz Avancen voluptuöser Frauen, die nach Kohabitation mit mir lechzen. Sie bereuen also Ihre Entscheidung, so zu reden, nicht? Keineswegs. Die Manifestation meiner höchsten kognitiven Energie und Dynamik ist derart evident, dass bereits erste Petitionen zirkulieren, die meine Prämierung mit einem Nobelpreis postulieren. Da wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg. Welch exemplarische, exzeptionelle Raffinesse, ein prometheisches Genie unseres Säkulums. Stimmt, du musst auch gar nicht drehen. Ich mach direkt weiter. Welch exemplarische, exzeptionelle Raffinesse, ein prometheisches Genie unseres Säkulums. Welch exemplarische, exzeptionelle Raffinesse, ein prometheisches Genie unseres Säkulums.